Wie gut ist das Cavalier Heavy Clay von Blumann? Die Verpackung, also die Umverpackung, in dem das Produkt kommt, finde ich jetzt nicht ganz so wertig. Aber wenn man das Produkt auspackt und das ganze Produktdesign sieht, da sieht man, da hat sich jemand Gedanken gemacht. Mehr Gedanken als ganz viele andere Leute, die solche Haarstylingprodukte verkaufen. Und allein das hat schon Pluspunkte verdient. All in all könnte die Verpackung etwas wertiger sein, aber auf jeden Fall gibt es hier eine gute Punktzahl. Kommen wir zum Geruch. Der Geruch ist überwiegend neutral, kann man sagen. Fast schon komplett neutral. Wenn es überhaupt nach etwas riecht, dann vielleicht etwas wachsartig oder etwas kokosartig. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 80% der Inhaltsstoffe sind gut, 20% leider nicht ganz so gut. Kommen wir zum Claim für dieses Produkt. Es wird geworben mit einem hohen Halt, einer hohen Textur. Das Produkt soll für dünne als auch für dicke Haare gleichermaßen geeignet sein und verspricht auch noch ein mattes Finish. Ob das wirklich stimmt? Meine Vorhaarfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Wie immer habe ich meine Haare etwas angefeuchtet, ein paar Tropfen Argonöl ins Haar eingearbeitet, dann eine Rundbürste dazu genommen, meine Haare passend in Form geföhnt, damit ich eine gute Grundlage habe für das Styling. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Das Produkt ist wirklich ein knallhartes Produkt, das kann man schon so sagen. Man hat sogar tatsächlich etwas Mühe, das Produkt aus dem Tiegel herauszubekommen, aber genau so stelle ich mir Heavy Clay vor. Und logisch, weil das Heavy Clay natürlich sehr hart ist, braucht es natürlich auch ein bisschen, bis man das verteilen kann. Heißt, man muss das Produkt auf jeden Fall gut anwärmen. Aber wenn man das gemacht hat, dann lässt sich das Produkt rückstandslos in den Händen verteilen. Kommen wir zum Styling. Das Styling hat mir grundsätzlich gut gefallen. Ich konnte meine Haare sehr schnell so legen, wie ich sie haben wollte. Und auch meine Powerwellen oder meine starken Haare, ja, konnte ich damit echt sehr gut bändigen. Kommen wir zum Halt. Ich habe es gerade schon gesagt, ich konnte meine Haare gut mit dem Produkt bändigen und auch der Halt über den Tag verteilt, den fand ich sehr gut. Es steht ein hoher Halt drauf, es ist ein hoher Halt drin und genau so sollte es auch sein. Gleiches gilt für das Finish. Wir haben hier wirklich ein richtig schönes, mattes Finish. Damit wird geworben und das habe ich auch bekommen. Wie sieht es mit der Auswaschbarkeit und dem Preis des Produktes aus? Das Produkt trotz seiner Härte ließ sich okay bis gut aus den Haaren herauswaschen. Da kann man an dieser Stelle nicht ganz so viel sagen. Was den Preis angeht, muss ich sagen, ihr bekommt das Cavalier Heavy Hold Clay von Blumann für 30 Euro und dann habt ihr 74 Gramm von diesem Produkt. Es ist immer noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Ideechen vielleicht zu teuer, ja, weil das Produkt aus dem Ausland kommt. Nichtsdestotrotz immer noch all in all, was die Performance angeht, noch ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich persönlich das Produkt weiterempfehlen? Also grundsätzlich ist das Produkt auf jeden Fall für Leute geeignet, die es schwer haben, ihre Haare zu bändigen, die einfach Probleme haben, Kontrolle in ihre Haare reinzubekommen und einfach einen guten Halt haben wollen mit einer schönen Textur und einem matten Finish. Für dünne Haare würde ich dieses Produkt jetzt nicht unbedingt verwenden, aber Leute mit dicken Haaren werden hier auf jeden Fall sehr happy mit sein. Und ja, das Produkt kann ich auf jeden Fall, allein was die Performance angeht, definitiv weiterempfehlen. Totale Punktzahl. Das Blumann Cavalier Heavy Clay bekommt 42 von möglichen 50 Punkten. Das Produkt verlinke ich euch wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestylen.